Hey, hier ist wieder euer Totkirchen, heute mit einem weiteren Titanfall-Gameplay. Ich habe heute gespielt die DMR und die 40 mm Kanone und habe mir als Granaten die Rucksackladung eingepackt. Ich habe eine Menge Spaß damit gehabt. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich für die nächste Generation die DMR spielen muss. Also habe ich gedacht, ich kann ja schon mal ein bisschen mit der üben. Und ich muss sagen, so langsam macht mir das Ding echt Spaß. Also, ich dachte ja eigentlich so an Snipen, hätte ich überhaupt keinen Bock in Titanfall, aber das macht mir mit einem normalen ARGOG-Visier doch Laune. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen, wahrscheinlich auch wenn ich die Generation dann fertig habe, für die ich die brauche. Weil es einfach Spaß macht. Ich verreise zwar ab und zu noch ein bisschen, aber das Gameplay kannst du auf jeden Fall sehen lassen, das seht ihr ja dann im Endscore. Mittlerweile die Rucksackladung benutze ich lieber als normale Granaten, weil ich mit den Rucksackladungen einfach viel präziser gerade Piloten angreifen kann. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay gucken und ich erzähle euch in der Zwischenzeit noch so ein bisschen was, was jetzt so in nächster Zeit bei mir kommt. Ich habe jetzt einen Upload-Stundenplan erstellt. Insbesondere, weil mein Netzwerk halt auch möchte, dass ich regelmäßig was hochlade und auch das mit einem gewissen Plan mache. Deswegen wird jetzt immer dienstags wird Titanfall kommen. Das wird dann immer so ein Commentary wie jetzt hier zum Beispiel mit verschiedenen Waffen, die ich benutze oder dann demnächst auch mit anderen Spielmodi. Und donnerstags wird ab jetzt Battlefield kommen. Das wird dann wahrscheinlich immer ein Live-Commentary, beziehungsweise es wird Worst Loadout. Das heißt, diese kleine Montage, die ich da immer zusammenschraube. Ja, Samstag, Sonntag wird dann wahrscheinlich immer irgendwas random kommen, auf das ich gerade Bock habe. Das kann Titanfall sein, das kann Battlefield sein, das kann Indie-Game sein. Das lasse ich mich dann einfach überraschen, worauf ich Lust habe. Auf jeden Fall steht Dienstag und Donnerstag jetzt immer fest, was ich mache. Dass ihr auch mal wisst, genau wann es denn ungefähr kommt. Das wird dann immer so gegen Abend kommen, wenn es klappt. Allerspätestens, denke ich mal, um 20 Uhr sind die dann immer online. Ansonsten musste ich mir jetzt leider erstmal eine neue Xbox kaufen, weil bei meiner alten nämlich die HDD durchgeraucht ist. Das heißt, die Spielstände der letzten 4,5 Jahre sind einfach weg. Das hat mich relativ viel geärgert, muss ich zugeben, gerade bei Spielen, bei denen die Fortschritte auf der HDD statt im Internet gespeichert werden, war das ziemlich zum Kotzen. Das hat bei mir jetzt zum Beispiel Diablo und Borderlands 2 betroffen. Das hat mich massivst angekotzt. Gerade weil ich bei beiden Spielen mehrere hundert Spielstunden habe. Naja, kann man jetzt nichts dran ändern, dann muss ich halt jetzt neuer spielen. Habe ich auch Spaß dran. Solange der ganze Rest nicht weg ist, also mein Titanfall-Fortschritt oder Battlefield oder ich meine Indie-Games einfach wieder runterladen kann, kann es mir relativ wurscht sein. Ich meine, natürlich ist es ärgerlich, wenn sowas weg ist, aber was soll man machen? Kann man im Endeffekt nichts dran ändern. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall eine neue Xbox gekauft und werde mit der jetzt natürlich auch weiter aufnehmen und habe jetzt auch deutlich mehr Speicherplatz. Also ich hatte vorher so eine alte Xbox Arcade und die hatte 20 GB. Und ich habe versucht, alles in diese 20 GB-Platte reinzubrettern, sage ich jetzt mal. Und ihr wisst, wie schwierig das sein kann, gerade wenn Kartenpakete von Battlefield oder etc., die sind ja riesig. Also das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Ich habe es jetzt auf jeden Fall geschafft, mir endlich mal eine neue zu holen. Die hat jetzt auch 250 GB. Das heißt, ich kann jetzt endlich ohne viel Rumschieberei mir den ganzen Scheißdreck einfach sparen und kann immer zocken, was ich möchte. Das heißt, ich werde auch wieder ein bisschen Borderlands 2 zocken, wenn ihr Bock drauf habt. Ich muss halt neu anfangen. Wenn da jemand Lust hat, mich zu unterstützen, das kann er gerne tun. Dann können wir ein bisschen zusammen zocken. Ich werde Diablo auch jetzt neu anfangen. Da hatte ich ja alle Charaktere auf Maximallevel. Und ja, gut, kann man halt nichts dran ändern. Werde ich auf jeden Fall wieder hochspielen, weil das ist ja für mich die Motivation dann. Ich kann ja neu anfangen. Wenn man vorher alles auf Maximal hat, dann hat man ja keine Herausforderungen mehr zu tun. Ja, das wäre es dann erstmal leider zu der Xbox-Geschichte. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, kratze ich jetzt ganz stark an den 200 Abonnenten. Also ich bin jetzt bei 194, sind es jetzt gerade laut letztem Update. Und es sind nur noch 6 Abonnenten, die jetzt fehlen bis zum nächsten Special. Ich freue mich da riesig drauf, ich habe da richtig Bock drauf. Das wird auf jeden Fall ein Battlefield-Special. Das eine und das andere mache ich ein Titanfall-Special. Das heißt, ich werde es dann zusammenschmeißen und dann gucken, was bei rauskommt und an was wir am meisten Spaß haben. Ich werde sowieso da zwei Videos zu machen.
je nachdem, wo dann halt mehr Leute mitspielen. Wenn eins halt gar nicht funktioniert, dann muss ich das halt leider dann schmeißen. Aber wenn wir bei beidem geile Aufnahmen kriegen und bei beidem Spaß haben, dann werde ich auch beides benutzen und werde da zwei große Videos hochladen. Immer auch mit euch dabei natürlich. Und hoffe, dass wir da was Geiles auf die Beine stellen können. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren oder per PN als Vorschlag schreiben, was ihr denn gerne hättet als 200-Abo-Special. Also ob das jetzt wieder so ein Community-Game sein soll, Werkzeug-only oder weiß der Geier. Da gibt es ja Unmengen, was man da machen kann. Oder wollt ihr wieder ein Simon Says? Oder wollt ihr ein Abonnenten-Match in Titanfall? Oder es gibt so viele Möglichkeiten, was man da umsetzen könnte. Wir können auch irgendeinen Indie-Rotz spielen. Mir soll das wurscht sein. Ich habe ja mehr als genug Spiele. Also von daher, daran soll es nicht liegen. Ihr könnt auch gerne mal bei mir in meinem Xbox Live-Profil, da kann man ja Spiele vergleichen, da könnt ihr mal gucken, was ich so habe, was ihr so habt, was man mal zusammen zocken kann. Es muss ja auch nicht immer aufgenommen werden. Ich finde es grundsätzlich ganz furchtbar, wenn ich in irgendein Spiel komme, beziehungsweise mit Abonnenten oder Freunden spiele und da wird direkt gefragt, sag mal, nimmst du auf? Nee, ich spiele auch mal nur aus Spaß, auch wenn das seltener geworden ist in letzter Zeit, weil man einfach dafür weniger Zeit hat, weil man Spielen direkt mit theoretisch dann Arbeit verbindet schon. Und man sich denkt, ah ja, wenn ich jetzt aufnehme, dann muss ich nachher wieder schneiden und bearbeiten und kommentieren und Schallergeballer. Aber naja, gut, ich spiele jetzt auch wieder mehr aus Spaß und nehme einfach mal nicht auf, weil ich es nicht brauche immer. Also nicht wundern, wenn ihr mal gemeinsam mit mir in einem Spiel seid, wir zocken irgendeine geile Runde, wenn es dann auch mal nicht aufgenommen ist. Sondern ich vielleicht auch einfach mal nur so aus Spaß spielen möchte und weil ich gerade Bock drauf habe und weil ich gerade vielleicht auch einfach Lust habe, mit euch zu spielen und nicht, weil ich jetzt irgendwas Großes aufnehmen möchte. Was ich hier übrigens noch rumliegen habe, ist GTA 5. Da würde ich gerne mal irgendwas machen, aber ich habe in dem Spiel absolut keine Erfahrung, deswegen wäre es ganz schön, wenn mir das mal vielleicht jemand näher bringen könnte. Da würde ich dann einfach mit einem von euch vielleicht auch mal eine Online-Lobby und eine Party und ihr erklärt mir das mal ein bisschen so, wie das läuft. Weil ich einfach in dem Spiel noch keine Erfahrung habe. Ich habe das hier rumliegen, habe es noch nie wirklich gezockt und würde damit gerne mal anfangen. Da kann man bestimmt auch irgendwas Geiles draus machen, dass man da gemeinsam mal irgendeinen Mist bauen kann. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Drauf freuen würde ich mich natürlich auch in Borderlands 2 oder so, dass wir da mal ein bisschen zusammen irgendwelche Viecher verklatschen, beziehungsweise Jack mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Ich wäre auch mal wieder gern dazu bereit, mir mal wieder was Neues runterzuladen. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Season Pass zu hier Titanfall, damit ich da endlich mal die neuen Karten zocken kann, weil wir Xbox 360-User, wir müssen ja leider ein bisschen warten. Also einen Monat länger als die One- und die PC-Spieler, bis wir die neuen Karten erhalten. Da wird auf jeden Fall auch nochmal ein Review-Video zu kommen. Und ich möchte einfach mal von euch noch wissen, jetzt gerade so für nächsten Dienstag, fürs nächste Titanfall-Gameplay, was für eine Waffe wünscht ihr euch denn? Was soll ich denn mal spielen? Also ich bin jetzt gerade Level 49, also habe ich alle Waffen frei. Das heißt, theoretisch, ich könnte nochmal ein Gameplay machen. Theoretisch. Jetzt wäre die Frage, wünscht ihr euch irgendeine hohe Waffe, die erst dann freigeschaltet wird, sowas wie die Kraber? Oder wollt ihr lieber noch ein bisschen irgendwas von anderen Waffen sehen? Hemlock etc.? Mir soll es wurscht sein, ihr könnt mir auch gerne einen Loadout zusammenstellen, was ich mal spielen soll. Ich habe da momentan theoretisch an allem Spaß. Ich habe mittlerweile mich auch mit der Plasma Railgun abgefunden, muss ich zugeben. Ich habe die Herausforderungen für die auch schon fertig. Die hat mir am Ende wirklich Spaß gemacht, aber nur gegen Titans, gegen Piloten ist das Ding absoluter Mist. Aber mit dem Sofortschuss und der Partikelmauer kann man Titans echt gut aufreiben. Also das hat mir am Ende richtig Spaß gemacht, da habe ich auch richtig, richtig, richtig vielen Leuten damit gehörig den Tag vermiest. Aber naja, so. Jetzt sind wir schon wieder am Ende des Videos. Das ist relativ schade und ich freue mich auch schon wieder auf nächsten Dienstag, beziehungsweise auf den Donnerstag, wenn wir uns wieder hören. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich würde mich über einen Daumen oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Totgiltchen.